Herzlich willkommen zurück. So, also wir müssen jetzt mal gucken. Hier können wir Frieden anbieten. Das werden wir natürlich machen, weil ihr seht, wir sind ja mit einigen Ländern hier im Krieg. Erstmal danke für die zahlreichen Infos über das Spiel. Somalia, das interessiert mich eigentlich hier überhaupt nicht. So. Wie gesagt, da mache ich mir jetzt sowieso keinen Kopf, auch wenn die angreifen sollten, ne? Aber ich denke, dass wir hier eigentlich recht gut fahren werden. So, also wir müssen jetzt mal gucken. Wir haben hier unsere Armee. Sind halt, wie gesagt, mit Finnland noch im Krieg. Werden wir jetzt auch mal Friedensverhandlungen hier schicken. Und vor allem sind wir mit den Russen im Krieg. Da haben wir ja momentan Waffenstillstand. Also von daher geht es uns eigentlich noch gut soweit. Okay, das wurde abgelehnt hier. Schaut es mit dem Geld aus? Das passt auch soweit. So, jetzt werden wir mal schnell schauen, ob wir noch irgendwas bauen können. Universität werden wir bauen, damit wir hier unsere Forschung nämlich noch nach oben bringen. Dass wir so schnell wie möglich hier die Sachen alles aufwerten können, genauso wie mir auch Werkstätten noch bauen. Achso, halt, wir brauchen Technologiestufe, hier haben wir ja schon Stufe 1. Da können wir noch eine Werkstatt bauen. Bibliothek ist gebaut. Werkstätten auch. So, wir könnten jetzt zwar noch farmen. Jetzt bin ich beim Überlegen, wir werden hier unten einen Wachturm bauen. Genauso wie hier drüben. So, wo wären noch. Bauen wir mal hier noch einen Wachturm. Die Wachtürme sind fertig. So, was haben wir hier jetzt alles? Technologiepunkt. Vom Geld her passt es eigentlich soweit. Also pro Runde jetzt 5.000. Ich würde sagen, da machen wir jetzt erstmal gar nichts dran. Wir hauen auch die Forschung nach oben. Was bekommen wir jetzt eigentlich pro Runde? 5,54 haben wir. Ja. 3,8 circa pro Runde. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, das war schon mal mehr. Wir haben hier keine Einheiten stehen. Ja, wir ziehen die jetzt erstmal alle hier rüber, weil hier ist nämlich unser Proviantlager. Da würde ich nämlich auch sagen, wir bauen hier oben noch eins und ziehen die Einheit nämlich auch hier zusammen. Dann sind die Kosten für Militär natürlich auch ein bisschen günstiger. So, was haben wir denn? Ja, haben wir gerade mal
Um die 10.700 Mann, naja, 10.800 Mann circa. Das ist natürlich nicht viel. Proviantlager werden wir jetzt mal hier noch bauen und werden hier rekrutieren. So, Proviantlager ist gebaut. Da haben wir die Armee, 4.000. Proviantlager ist hier auch gebaut, okay. Jetzt seht ihr ja, dass unsere Kosten schon wieder ein bisschen, also unsere Einnahmen ein bisschen steigen, weil das jetzt wirklich durch dieses Proviantlager hier kommt. Ihr seht ja, Militärunterhalt minus 20%, das macht natürlich einiges aus. Ja. Beziehungen verbessern. Jetzt müssen wir aber gleich mal schauen hier. Zwecks Russland, wie lange wir hier noch im Waffenstillstand sind. Oh, freundliche Zivilisation. Kann es sein, dass er den Krieg gegen uns aufgegeben hat? Also besser gesagt, den Krieg erklärt. Wenn wir jetzt freundlich sind, kann es natürlich sein, dass wir jetzt aus den ganzen Zeug hier draußen sind. Ihr seht ja, Waffenstillstand hat er noch. Aber mit uns nicht mehr. Also vielleicht haben wir jetzt wirklich Glück, ey. Das wäre natürlich super. Und Polen ist, glaube ich, hier nicht dabei, wenn wir Finnland den Frieden erklären wollen. Deswegen sagt Finnland, Polen, nein. Jetzt müsste es nämlich hier oben wieder kommen. Oh, wir haben Waffenstillstand. Polen ist dann trotzdem hier mit drauf eingegangen. Was sie ja zu Anfangs eigentlich nie sind. Warte mal, machen wir erstmal hier Beziehungen verbessern mit Deutschland. Beziehungen verbessern. Hier haben wir Tschechien noch. So. Da lassen wir jetzt einfach erstmal verbessern. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben jetzt eigentlich nur noch Krieg. Warte mal, wir hatten doch eigentlich, ich glaube, nur mit Bangladesch. Pakistan werden ihre Verbündeten sein. Na, jetzt probieren wir es aber trotzdem mal. Ja, da haben wir jetzt überall Waffenstillstand. Ne, mit Pakistan haben wir noch. Aber das müssen die Polen sein. Also ich wüsste jetzt von Pakistan eigentlich überhaupt nichts. Okay, Waffenstillstand. Der Waffenstillstand mit Aserbaidschan ist ausgelaufen. Also das haben wir jetzt noch, aber da werden wir jetzt erstmal auch nichts ändern. Ich glaube jetzt nicht, dass die mich hier angreifen werden. Italien müssen wir auf jeden Fall verbessern. Der Waffenstillstand mit Tschechien. Tschechien ist ja nicht mehr allzu viel. Wie viele Provinzen haben die noch? Sieben. Da werden unsere Beziehungen verbessert. Das könnten wir jetzt eigentlich auch so lassen. Da werden wir gar nicht weiter drauf eingehen. So. Tja, wir müssen jetzt dann wirklich mal schauen, dass wir auch wieder an Land gewinnen, ja? So, dass wir uns hier vergrößern. Ich möchte jetzt eigentlich auch noch nicht mehr Einheiten wieder bauen. Wie gesagt, das zerrt nämlich dann auch verdammt an unseren Einnahmen. Wir haben jetzt ein Militär 3.652.
Steuern, die könnten wir eigentlich hier. Ah, das ist natürlich schon viel. Machen wir mal so grob an die 6000. Durchschnittliche Wachstumsrate, Technologiestufe. So, freundliche Zivilisation, Beleidigung von Finnland. Leute, Leute, Leute. Ja, okay. Wenn wir jetzt ja wirklich hier den Forschungsfortschritt lassen, das seht ihr schon, wir haben jetzt dann um über 6%, die wir hier dazu bekommen. Wenn wir dann trotzdem mal auf Militärunterhalt gehen. Ich glaube, wir werden jetzt diesmal erst wirklich nur, wenn wir dann trotzdem mal die Forschung noch weiter hochhauen. Ausgaben, da bin ich jetzt mal gespannt. 12,6. Ah, schaut mal hin, 31,2. Die Integrierung wurde gestoppt. Naja, weil hier sind wir über 100%. Das schaut gut aus. Ja, dann werden wir, glaube ich, die Forschung jetzt erstmal so laufen, weil ihr seht, sagen wir mal 5 Runden. Ja, 5 Runden, dann haben wir wieder einen Forschungspunkt nämlich voll. Einen Technologiepunkt, nicht Forschungspunkt. Mein Fehler. Also machen wir jetzt alles mal in Militärunterhalt. Wir schauen mal kurz hier rein. 2977. Das sind 10. Okay, ersparen wir uns 20. Aber so werden wir jetzt trotzdem erstmal weitermachen. Handelsangebot, was wollen Sie denn vor? Ist natürlich blöd. Kann Malta sein. Die Fahne sagt mir jetzt momentan überhaupt nichts. Jetzt mal schauen. Ach hier, Malaysia. Okay. Wir müssen halt jetzt dann nur auch ein bisschen aufpassen, dass hier nicht irgendeiner bei uns hier einfällt, weil wir jetzt hier gar nicht so aufpassen. So, 77. Ja, jetzt haben wir schon wieder den zweiten Forschungspunkt. Da auf jeden Fall erstmal die Beziehungen verbessern. Italien ist eingestellt. Wir könnten eigentlich noch ein bisschen. Schauen wir mal schnell. Zufriedenheit 70%. Das läuft eigentlich noch. Jetzt wenn wir hier die Forschung noch weiter hochdrehen. Jetzt haben wir schon wieder 3 Punkte. Außer wir hauen die Verwaltung noch ein bisschen runter. So, Geld haben wir auch genug. Papp, papp, papp. Das ist natürlich jetzt die Frage, ob wir jetzt trotzdem noch Einheiten aufstellen sollen. Machen wir halt einfach mal hier. 7000 Mann. Oh, leck. Jetzt sind wir schon weit im Minus. Der Waffenstillstand mit Finnland ist abgelaufen. Da werden wir natürlich gleich weitermachen. Beziehungen verbessern. So. Jetzt kommen wir trotzdem schon weit. Wir müssen das hier. Das können wir nicht.
passt alles soweit. Ich weiß nicht, lassen wir jetzt noch einmal die Forschung durchfahren. Ja. Und jetzt tun wir es mal wieder ein bisschen runter. So, dass wir um die 300 im Plus sind. Weil jetzt seht ihr mal, was wir jetzt auf der ganzen Zeit von den Runden her verloren haben, ey. Wir waren über 100.000. Kondensationskosten, Forschung. Verwaltung ist ja natürlich auch verdammt hoch. Na, ihr seht mal, wie hier der Militärunterhalt steigt. Bevölkerung. Wirtschaft. Boah, sind wir eigentlich ziemlich weit hinten, ne? Da sind wir ziemlich weit hinten. Wo ist denn unser Fähnchen? Habe ich das schon irgendwo übersehen? Ah, hier sind wir halt. Mein Fehler. Eroberte Provinzen. Da werden wir gar nicht so weit vorne sein. Weil so viel haben wir nämlich noch nicht erobert. Gebaute Gebäude. Da sind wir eigentlich ziemlich mit weit vorne. Okay. Also, wir haben 2 Punkte. Technologiestufe 67. Wir können auf jeden Fall weiter unsere Werkstätten ausbauen. Jetzt machen wir das einmal so. Und schauen mal. Ja, können unsere Werkstätten komplett auf Stufe 2 ausbauen. Hätten dann 10% mehr Einnahmen. Das ist schon mal gut. Okay. Alles klar, Leute, das werden wir in der nächsten Folge machen. Das war's für heute erstmal. Wie gesagt, wir haben jetzt erstmal alles auf die Forschung konzentriert, damit wir hier weiter oder schneller hochkommen. Jetzt werden wir uns erstmal wieder auf den Bau konzentrieren und zwar, wie gesagt, auf Werkstätten und Farmen und so weiter. Aber, wie gesagt, das sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen und nochmal Dankeschön für die ganzen Tipps. Ich wünsche euch einen schönen Tag, macht's es gut, tschüss. Tell me that you love me, even if it's fake.